Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, um es gleich am Anfang klarzustellen, wir halten nichts von Bilderstürmerei. Es geht uns bei der vorliegenden Petition 07009733, die sich unter anderem für die Anbringung einer Aufklärungstafel am Karl-Marx-Denkmal, genannt dem Nischel, in Chemnitz einsetzt, auch nicht um die Beschlussempfehlung. Mit diesem Anliegen soll sich richtungsweise die Stadt Chemnitz auseinandersetzen. Was wir nicht mittragen können, ist das vollkommen unkritische Loblied, das hier über 30 Jahre nach dem Mauerfall auf Karl Marx gesungen wird. Damit hat offenbar keine andere Fraktion als die AfD ein Problem. Sie haben richtig gehört, keine andere Fraktion, auch nicht die CDU, meine Damen und Herren. Marx pflegte eine elitäre Lebensführung der Bourgeoisie in Trier und als Philosoph in London. Hier ließ sich Marx von den steinreichen Kapitalisten Engels finanzieren. Ja, von einem Kapitalisten, der in seinen Fabriken einfache Arbeiter ausbeutete. Ich nehme an, die Grünen-Fraktion findet berauschend an Marx, dass er ein gnadenloser Patriarch war. Seine Tochter Tussi wie seine Ehefrau litten ein Leben lang an dem Macho-Gehabe des Vaters und Ehemanns. Ehefrau Jenny auch daran, dass der Göttergatte nicht nur ein regelmäßiger Besucher von Bordellen war, sondern auch die Haushälterin schwängerte. Marx erkannte seinen eigenen Sohn aus dieser skandalösen Verbindung nie an. Der angebliche Beglücker der Menschheit behandelte seinen Nächsten wie Parasiten. Die Positionierung der CDU-Fraktion erstaunt mich nicht minder. Marx war ein Atheist, Gottesleugner und Kirchenfeind, auch ein Verleugner der jüdischen Religion. Er polemisierte gegen die Väter der christlich-sozialen Bewegung und nannte die Geistlichen einfach, ich zitiere, Hunde. Religion war für ihn Opium für das Volk, ein Gedanke, der tatsächlich in Sachsen des 21. Jahrhunderts einfach so stehen bleibt, das ist die Frage. Dass Marx aber Werten wie Menschen gegenüber nicht zimperlich war, sollte der SPD-Fraktion bekannt sein. Als die SPD noch für die kleinen Menschen und die Betrogenen der Gesellschaft eingetreten war, verunglimpfte er Ferdinand Lassalle als, ich zitiere, jüdischen Nigger in seinem Brief an Engels, glaubte Marx mitteilen zu müssen, ich zitiere, es ist mir jetzt völlig klar, dass er, also Lassalle, wie auch seine Kopfbildung und sein Haarwuchs beweist, von Negern abstammt und ich dem Zug des Moses aus Ägypten anschloss. Nun, diese Verbindung vom Judentum und Germanentum mit der negerhaften Grundsubstanz müsse ein sonderbares Produkt hervorbringen. Herr Donau, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Nein, die Zudringlichkeit des Burschen ist auch niggerhaft. Er schont auch seinen halbkubanischen Schwiegersohn Paul Lafargue nicht und bezeichnet ihn, ich zitiere, als Negrillo und Abkömmling eines Gorillas. Ebenso schlimm ist es, dass diese diffuse Ideologie von Menschen in der Praxis umgesetzt wurde, wovon nach Schätzungen des französischen Historikers Courtiois 100 Millionen Opfer zeugten. Ebenfalls in seinem Werk Das Kapital hielt Marx fest, was sein politisches Credo war, ich zitiere, Gewalt ist der Geburtshelfer jeder alten Gesellschaft, die mit einer neuen schwanger geht. Massenexkursionen, Deportationen, Liquidierungen und Vernichtung von Menschen diverser Provenienz, die als Gegner eingestuft wurden, zeugen von der blutigen Herrschaft marxistischer Diktatoren. Von Stalin bis Ulbricht, von Pol Pot bis Mao Zedong, bis Kim Il-sung und Josef Tito. Meine Damen und Herren des Sächsischen Landtags, Günter Schabowski, Chefredakteur des Neuen Deutschland und ideologischer Hochinquisator der SED, studierte nach eigener Auskunft nach der Wende Bücher aus den Giftschränken des freien Geistes und war bestürzt, was er als Parteiknecht propagierte. Marx selbst wollte, und das betonte er, nicht immer selbst ein Marxist sein. Warum wollen Sie päpstlicher sein als der Papst? Und
ihm eine Apothese zu belegen, die einen Menschenhasser und Verachter, politischen Antisemiten, Gewaltverherrlicher und geistigen Brandstifter einfach nicht zustehen darf. Lassen wir diese Ideologie mit ihrer Symbolfigur dort, wo sie hingehört, die postkommunistischen Länder nach ihrer Erfahrung die Überbeantworteten auf den Misthaufen der Geschichte. Vielen Dank.